Mit ihrem lateinischen Namen Menta piperita gehört die Pfefferminze zur Pflanzenfamilie der Lamiaceae. Die Gattung Menta oder Minze in dieser Familie hat eine große Anzahl verschiedener Arten entwickelt, die sich miteinander gekreuzt haben, sodass sie oft nicht leicht zu unterscheiden sind. Menta piperita ist eine Hybridminze und das Ergebnis einer Kreuzbestäubung zwischen Wasserminze, Menta aquatica, und grüner Minze, Menta spicata. Die Mitglieder der Gattung Menta haben ihre eigenen, spezifischen und einzigartigen Blüten, die auf ihren typischen viereckigen Stängeln im Licht baden. Der Name Menta leitet sich von dem griechischen Wort Minta ab. In der griechischen Mythologie wird eine bestimmte Nymphe erwähnt, die in die Minzpflanze verwandelt wurde. Der Name Piperita leitet sich vom lateinischen Wort Piper für Pfeffer ab und hat mit dem würzigen Geschmack der Pfefferminzpflanze und des Öls zu tun. Pfefferminze wird heute in südeuropäischen Ländern wie Spanien, Frankreich und Italien, aber auch in Marokko, Brasilien, den USA, Japan und China angebaut, was eine zunehmend globale Ausbreitung von ihren europäischen und nordafrikanischen Ursprüngen her zeigt. Die Minze ist seit dem Altertum ein fester Bestandteil der Volksmedizin. Das Wissen um die kraftvollen Heileigenschaften der Pfefferminze scheint der Menschheit von Anfang an bekannt gewesen zu sein. Das beweist die weltweite Bekanntheit ihrer Vorteile. Ihre Wirksamkeit bei Verdauungsbeschwerden war bereits den Ägyptern, Griechen und Römern bekannt. Die Pfefferminze ist eine mehrjährige Pflanze, die sich durch unterirdische Ausläufer, sogenannte Stolonen, leicht ausbreitet und den Boden schnell bedeckt, wenn sie feucht genug gehalten wird. Die Pflanze bevorzugt Standorte mit teilweise Sonne und teilweise Schatten. Die glatten Blätter sind mit schuppenartigen Öldrüsen versehen. Während der Blütezeit von Juni bis August trägt die Pfefferminze kleine violette Blüten. Das ätherische Öl wird durch Wasserdampfdestillation aus dem leicht getrockneten Kraut gewonnen. 100 Kilo der Pflanze ungefähr ergeben im Schnitt 1 Kilo ätherisches Öl. Dem englischen Pfefferminzöl wird eine sehr hohe Qualität nachgesagt. Oui. Yeah. What René just explains here is that he has put an empty pass here in order to clean the still for the next distillation. It's nice he has it locked. Peppermint? How many of those? That smells nice, huh? Oh, boy! Mm. That is, you put your face in there. Great. Nobody will have a headache. Je ne vais pas t'aider, René, je dois te fumer cette fois-ci. Je ne l'ai jamais fait. Do you remember, was it last year? Almost. Too much. You get it in your eyes? No, it's just wrong. Oh, he has to dance on it? I could get more in. So when you buy peppermint in the grocery store, is it? This is the kind they put in Wrigley's, okay? Yeah, right. They wish. There's another kind they put in Wrigley's. There can be spearmint and Wrigley, but it's separate. Yeah.
So this is the separator, the bigger one, huh? Là, ça va commencer vite, ça, le feu l'a démarré plus. Tu l'as bien chauffé, préchauffé ah, déjà. Ouais. So, René just says... Ooh. They use wood. No, he will also use hay, or no, the straw. The straw from the distilled plant. Là, j'ai mis un peu du bois pour être tranquille, mais non. Yeah. Normalement, le chauffeur... Yeah, he has preheated with wood, but now he, the rest he will do with the straw. Pour le démarrer. Yeah, pour, just for starting, he has put the wood, the logs. Yeah. So the oil will come up, and you see that the part of plant. Unter den 30 wichtigsten chemischen Verbindungen finden wir Menthol, 1,8-Cineol, Menthon, Menthylacetat, Neomenthol, Isomenthol, Alpha- und Beta-Pinen, Limonen etc. Das ätherische Öl harmoniert gut mit Lavendel, mit Rosmarin, Eukalyptus, Zitrone und Majoran. Die Haupteigenschaft der Pfefferminze sind heute wissenschaftlich eindeutig bestätigt. Das ätherische Öl ist antimikrobiell, antimykotisch, antioxidativ, entzündungshemmend und anästhesierend. Pfefferminzöl hat sich als tödlich für verschiedene Arten gefährlicher Bakterien erwiesen, darunter Staphylokokken und Bakterien, die mit Lungenentzündung in Verbindung stehen. Da das ätherische Öl hoch geschätzt und in seiner Anwendung sehr beliebt ist, ist es wichtig, auf seine reine Qualität zu achten. Denn eine übermäßige Nachfrage nach einem Produkt führt leicht zu einer Massenproduktion, dann gefolgt von Qualitätsverlusten und Fälschungen. Verunreinigungen stören das natürliche Zusammenspiel der verschiedenen Biokomponenten und vermindern die belebende Wirkung des ätherischen Öls. Da das Öl sehr oft schleimlösend wirkt und in engem Zusammenhang mit dem Atmungshöhlen steht, um Lunge und Nasen zu befreien und Nebenhöhlenentzündungen zu lindern, ist eine reine Qualität des ätherischen Öls daher ein Muss. Forschungen haben gezeigt, dass einer der Hauptbestände des Pfefferminzöls, nämlich Menthol, das Gefühl von Frische erzeugt und den Luftstrom in unserer Nasenhöhle verbessert. Kein Wunder, dass die Beliebtheit der Pfefferminze und ihres ätherischen Öls auch in der heutigen Zeit vor allem auf ihren frischen, belebenden Duft und ihre vitalisierende und entspannende Wirkung auf den Geist zurückzuführen ist. Wenn man den aromatischen Geruch des ätherischen Öls nur eine Sekunde lang schnuppert und einatmet, hat man sofort ein kühlendes Gefühl im ganzen Organismus und einen klaren Atem. Auch wenn das Öl in manchen Fällen kein dauerhafter Heiler ist, so ist doch die Pfefferminze, wie bereits erwähnt, ein hervorragender Helfer bei Verdauungsproblemen und sehr nützlich bei Erkältung, Fieber und Grippe. Als krampflösendes und vorübergehendes Schmerzmittel, vor allem bei Kopfschmerzen oder Migräne, ist es unverdünnt oder leicht mit einem Pflanzenöl vermischt, auf den Schläfen oder Schultern und Nacken angewendet, unübertroffen. Es ist ein gutes Öl gegen Reiseübelkeit und Verdauungsstörungen, das auch Leber und Milz unterstützt. Studien der Universität von Cincinnati, USA zufolge, ist Pfefferminz in der Lage, die Konzentration und geistige Präzision zu stärken. Die Forschung hat außerdem bewiesen, dass Pfefferminze Auswirkungen auf unser Energiesystem haben kann. In einer Studie, die von der US-amerikanischen National Library of Medicine veröffentlicht wurde, zeigten 24 junge Menschen weniger Müdigkeit,
wenn sie während eines kognitiven Tests Pfefferminzölkapseln erhielten. In anderer Studie wurden die Verringerungen der Tagesmüdigkeit unter dem Einfluss von Pfefferminzöl nachgewiesen. Außerdem wurde gezeigt, dass Pfefferminze aufgrund ihrer krampflösenden und muskelentspannenden Eigenschaft Menstruationskrämpfe bei Frauen lindern kann. Darüber hinaus haben wissenschaftliche Studien herausgefunden, dass die Pflanze das Sättigungszentrum des Gehirns beeinflusst, indem sie ein Sättigungsgefühl auslöst, ein Effekt, der angezeigt ist, wenn eine Gewichtsabnahme zum Beispiel erforderlich ist. Um die Wirkung des Pfefferminzöls zu verbessern, ist es oft ratsam, es mit anderen ätherischen Ölen zu mischen, damit die Inhaltsstoffe tiefer in das Gewebe eindringen und ihre zellerneuernde Wirkung entfalten können. Zum Beispiel ist Pfefferminzöl in Kombination mit Wintergrün, tropischem Basilikum, mit Lorbeer und Eucalyptus citriodora ein hervorragendes Mittel gegen Hexenschuss und Ischiasschmerzen. Und mit seinen schmerzlindernden Eigenschaften, besonders in Kombination mit Lavendel, Basilikum und Kajaput, ist Pfefferminze auch sehr hilfreich bei Neuralgien und zur Linderung von Muskelkater und Steifheit. Oder wie Dr. Telfon, französischer Aromatherapeut, empfiehlt, Pfefferminze mit Kardamomöl in Kombination mit Kreuzkümmelöl auf Olivenölbasis zu mischen und die Verdauungsfähigkeit zu verbessern. Pfefferminzöl wirkt auch kühlend auf die Haut und lindert Rötungen, Reizungen und Juckreiz, wenn es in der richtigen Verdünnung angewendet wird. Darüber hinaus regt Pfefferminze den Lymphfluss an. Ihr Einfluss auf die Schleimhäute der Lunge ergänzt ihre entgiftenden und antiseptischen Eigenschaften. Pfefferminze hat eine starke Verbindung zum Element Äther oder Raum, das von Natur aus kühlend ist. Der Äther erweitert den Geist und den Intellekt und hilft, Krämpfe oder Knoten von Stress und Spannungen zu lösen, die sich in den unbewussten Bereichen unseres Systems angesammelt haben. Insbesondere im Nervensystem, das von Natur aus dazu neigt, sich bei den kleinsten Herausforderungen in unserem Leben zu verkrampfen. Pfefferminze, können wir sagen, wahrlich ein zeitloser Wohltäter und ein Meisterwerk des Heilungspotenzials von Mutter Natur. Kühlende Kristalle der Freiheit, Klarheit und Weite unter einer wärmenden Sonne. Mon poivre.